Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Gestern Abend kam ein neues Event, Let's Go Event, Meltdown Event, was auch immer, passend zur Veröffentlichung von Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Und hier erfahrt ihr jetzt alle Details zum Event. Zuallererst, das Allerwichtigste, es gibt zwei neue Hüte im Spiel. Nicht wahr, aber es gibt neue Hüte und zwar Pikachu-Hut und Evoli-Hut. Gönnt euch, ist umsonst. Es gibt vom 16. bis zum 27. Also erstmal, es kam die Meltdown-Feldforschung. Mehr Infos dazu im Video davor, habe ich hochgeladen. Alle Aufgaben und wie ihr Meltdown bekommt ohne die Switch. Die Aufgaben sind schon cool, sehr gute Belohnungen, aber auch ein bisschen schwierig. Aber passend dazu wurden auch die normalen Quests geändert. Die laufen vom 16. bis zum 27. genau 11 Tage. Ja, eine gute Zeit, um sich da ein paar Quests abzuholen. Und was gibt's alles in diesen Quests? Es gibt Ergodactyl, brütet zwei Eier. Und den brauchst du für die Meltdown-Feldforschung, also sehr wichtig. Und den gibt's natürlich in Shiny. Entwickle zwei Anogyl, dann kommt Sichlor. Den brauchst du auch für die Feldforschung, aber ja, der ist nicht so selten. Ein exzellenter Wurf und dann kommt Taubsi raus. Und aus dem Taubsi kommt aber ein Ditto. Und den brauchst du auch für die Meltdown-Feldforschung. Also für mich persönlich sehr interessant, da ich noch Lucky Ergodactyl und Lucky Sichlor brauche. Dann gibt es noch einen zweiten Teil und zwar vom 23. bis zum 26. Leider nur 3 Tage. Gibt es alle Evoli-Entwicklungen, die es bisher gibt, also kein Gen 4. Aquana, Flamaga, Blitzer, Psyana und Nachtaga als Raid-Boss. Wahrscheinlich 3 Raid-Bosse, weil Aquana, Blitzer und Flamaga waren ja 3 Raid-Bosse davor. Finde ich sehr geil, weil Blitzer die Revanche und Nachtaga und Psyana neue Solo-Raids, neue Herausforderungen. Abgesehen davon wurden für das Event auch neue Raids eingeführt. Thema Stahl, Elektro ungefähr. 1er gibt es jetzt Voltilam, immer noch Shinox und Bamelin und Magnetilo. Und Magnetilo, 1er Raid, alle 1er sind Shiny außer Bamelin. Den gibt es jetzt in Shiny. Magnetilo gibt es jetzt in Shiny. Stufe 2, Lantern. Der ist, glaube ich, neu. Lantern ist neu. Voltenso wieder am Start. Flunky für immer noch. Und Electek wieder da. Dann 3er Raids. Sehr interessant. Panzer Aragorn. Eine neue Herausforderung. Werde ich auf jeden Fall noch machen. Blitzer ist auch wieder am Start. Wie gesagt, die Revanche. Sichlor und dann Alola Gaichu. Noch sehr interessant. 4er. Alola Kokowai. Ich weiß nicht, ob das so stimmen kann. Weil den gab es ja als 2er. Und dass der jetzt befördert wurde auf 4. Schauen wir mal. Absolut immer noch im Start. Stolas wieder am Start. Stahl natürlich. Und Alola Knogger. Und dann filmen wir natürlich Giratina immer noch. Und noch eine Info, die habe ich gerade vergessen. Neue Pokémon aus den Eiern. Ergodactyl anscheinend aus dem 2er. Chanerga und Lapras aus dem 7er. Ja, und abgesehen davon gibt es halt erhöhte Spawns. Ammonitas, Kabuto, Owai, Evoli, Pikachu, Anorith. Keine Ahnung wieso. Schneckmark auch irgendwie. Magnetilo natürlich. Und wahrscheinlich habe ich noch ein paar andere vergessen. Aber das war so alles. Neue Raids, neue Quests, Meltdown ist am Start, Feldforschung, neue Shinies oder ein neues Shiny, neue Kleidung. Und abgesehen davon war es das von mir. Finde ich eigentlich echt nicht schlecht. Vor allem die 3er Solo Raids, Psyana, Nachtaga und Panzer Aragorn. Und Blitzer, die 4, das interessiert mich sehr. 4 neue 3er Solo Raids, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ich würde sagen, geht's raus, erfüllt die Meltdown Quest und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.